Mein Mann hätte mich fast mit einem Liebhaber erwischt. Ich hatte Glück, denn er schaffte es, sich im Schrank zu verstecken. Joseph, Schatz, ich habe auf dich gewartet. Aber woher wusstest du, dass ich früher nach Hause komme? Und wie hast du dich überhaupt selber gefesselt? Ich habe meinen Mann angelogen und ihm gesagt, dass ich mir eine Anleitung im Internet angesehen habe. Er hat mir geglaubt, wie immer. Als wir fertig waren, bat ich ihn, mir einen Saft zu machen und schickte meinen Liebhaber schnell weg. Der arme Kellner, den ich erst vor einer Stunde kennengelernt hatte, kam bleich und erschrocken aus dem Schrank. Keine Sorge, mein Mann hat nichts bemerkt. Er glaubt alles, was ich ihm erzähle. Er ist so gutmütig und naiv, das macht mich verrückt. Der Typ zog sich schnell an und ging, ohne ein Wort zu sagen. Ich dachte, er sei nur nervös, weil er Angst hatte, von meinem Mann erwischt zu werden. Aber das Problem war, dass sie sich kannten. Am nächsten Tag beschloss ich, die Rolle der fürsorglichen Ehefrau zu spielen und ging zu Josephs Arbeitsstelle, um ihm das Mittagessen zu bringen. Ich war sehr an einem neuen Pfleger interessiert, den ich zuvor bemerkt hatte. Meine romantische Stimmung verschwand jedoch blitzschnell, als ich den Kellner selbstsicher auf uns zukommen sah. Dr. Smith, ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Mir wurde klar, warum er sich so seltsam verhielt. Er kannte Joseph und könnte ihm leicht sagen, was passiert war. Nach so vielen Jahren des Betrugs konnte ich nicht zulassen, erwischt zu werden, weil ich so unvorsichtig war. Also bat ich den Pfleger, meinen Mann abzulenken. Dr. Smith, kommen Sie dringend in den Operationsraum. Nachdem Joseph gegangen war, zerrte ich den Kellner in den Nebenraum. Wehe, du zerstörst meine Ehe. Aber der Mann wurde von seinem Gewissen gequält, als mein Mann sich freiwillig meldete, um sein Leben zu retten. Er hatte einen Hirntumor, den die Ärzte für inoperabel hielten. Und nur Joseph war bereit, das Risiko einzugehen. Und das auch noch unentgeltlich. Der Kellner, der am Vortag davon erfahren hatte, freute sich. Und als ich anfing, mit ihm zu flirten, dachte er, warum nicht? Schließlich könnten das seine letzten Tage sein. Hätte ich nur gewusst, dass du die Frau von Dr. Smith bist, hätte ich das nie getan. Ich habe diesen prüden Mann davon überzeugt, dass sein Geständnis alles nur noch schlimmer machen würde. Nicht nur für mich, sondern auch für ihn. Er wird dir nicht glauben und die Operation einfach verweigern. Und selbst wenn er dir glaubt, wie glaubst du, wird es sich für ihn anfühlen, den Liebhaber seiner Frau zu operieren? Es gelang mir, ihn zu überzeugen. Und er ging, um sich auf die Operation vorzubereiten. Ich beschloss jedoch, zu bleiben und alles unter Kontrolle zu halten. Die Operation dauerte 2,5 Stunden und ich wusste genau, was zu tun war. Als Joseph aus dem OP-Raum herauskam, begrüßte ich ihn mit einem Lächeln. Aber er war wie vom Blitz getroffen. Die OP gestaltete sich schwieriger, als er erwartet hatte. Joseph holte stillschweigend den Ehering aus seiner Tasche. Er nahm ihn immer vor jeder Operation ab. Aber dieses Mal steckte er ihn nicht wieder an. Für ihn ist alles gut gelaufen. Aber nicht für dich. Kurz vor der Operation hielt der Kellner es nicht mehr aus und erzählte meinem Mann alles. Natürlich hat Joseph ihm nicht geglaubt. Aber der Mann beschrieb ihm unser Schlafzimmer bis ins kleinste Detail. Er nannte sogar die Farbe der Tücher, mit denen er mich ans Bett gefesselt hat. Ich verstehe, wenn Sie mich nicht operieren wollen. Aber ich will lieber als ehrlicher Mann sterben, als Lügner leben. Ich habe die Gutmütigkeit meines Mannes ohne jegliche Schuldgefühle ausgenutzt.
Aber gerade seine Gutmütigkeit hat ihm geholfen, mich zu entlarven. Ich habe eine Unbekannte in einen Ferienort verführt und sie dann ganz vergessen. Aber 5 Jahre später tauchte sie mit einem Baby auf. Du musst dich um Julia kümmern. Sie ist doch deine Tochter. Was meinst du damit? Ich war noch nicht bereit, Vater zu sein. Du musst es tun. Ich mache gerade eine schwierige Behandlung durch. Ich habe Krebs. Als ich Julia sah, verschwand meine neue Freundin. Oh, wir gehen besser getrennte Wege, da du ein Kind hast. Ich konnte diesem Kind nichts geben. Ich wurde selbst von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen. Ich hatte keine Ahnung, welche Pflichten ein Vater hatte. Deswegen beschloss ich, das Mädchen meiner Mutter zu geben. Es schien eine tolle Idee zu sein. Bis ich sah, was sie dem Kind zu essen geben wollte. Komm, iss das auf und dann bekommst du Kuchen zum Nachtisch. Ich erinnerte mich daran, wie meine Mutter mich als Kind auch überfüttert hatte. Deshalb wurde ich in der Schule oft gemobbt. Ich wollte nicht, dass meine Tochter so eine Erfahrung macht. Ich brachte also das Kind zu einem Freund von mir, zu Jakob. Er war der einzige Kumpel, den ich kannte, der auch Kinder hatte. Hey, du kannst dich auf mich verlassen. Ich habe 3 Kinder zu Hause. Ein viertes ist überhaupt kein Problem. Ich werde es wie mein eigenes aufziehen, okay? Ich konnte endlich erleichtert aufatmen und zu meiner Routine zurückkehren. Ich bat meine alte Bekannte um ein Date. Aber plötzlich bemerkte ich das Lieblingsspielzeug des Mädchens in meinem Bungalow. Ich beschloss, den Teddybär Julia vor dem Date zurückzugeben. Ich fand sie auf der Strandpromenade. Jakob und seine Kinder sangen. Und Julia stand mit ausgestreckter Hand da. Was machst du da? Sie verdient sich ihr Abendessen. Was hast du denn gedacht? Ich dachte, Julia sollte nicht erniedrigt werden. Deshalb habe ich sie mitgenommen. Ich hatte keine andere Wahl, als ins Kinderheim zu gehen. Mir wurde klar, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Wir wurden von einer Erzieherin empfangen, deren Aussehen Vertrauen erweckte. Sie wird hier in guten Händen sein. Seien Sie sich da sicher. Aber irgendwie bekam ich keinen richtigen Frieden über die Sache. Sogar in den Armen einer heißen Frau zweifelte ich immer wieder, ob ich das Richtige getan hatte. Schließlich kam der Tag, an dem ich ins Kinderheim ging und dort einen grausigen Anblick sah. Die Erzieherin verspottete Julia. Du bist total unverschämt. Du musst demütig sein gegenüber anderen. Du wirst den ganzen Tag auf einem Bein stehen. Ich war wütend. Weg von meiner Tochter! Julia umarmte mich fest und flüsterte mir zu, dass sie mich liebt. Ich holte sie so schnell wie möglich aus diesem furchtbaren Ort raus. Aber ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Ich wollte unbedingt einen geeigneten Vormund für das Kind finden. Plötzlich tauchte die Mutter des Mädchens, Melissa, auf und sagte, dass die Behandlung erfolgreich war. Und wie geht's Papa denn so? Ich musste gestehen, dass ich 3-mal versucht habe, meine Tochter bei anderen Leuten zu lassen. Und 3-mal habe ich sie zurückgenommen. Ich bin erbärmlich. Ich werde nie ein guter Vater für sie sein. Aber Melissas Antwort hat mich überrascht. Sie dachte, ich sei bereits ein toller Vater. Du hast nach jemandem gesucht, der sich um sie kümmert. Du hast dich gesorgt um ihre Gesundheit, um ihre Sicherheit. Aber am Ende hast du gemerkt, dass du diese Person bist, die sich darum kümmern muss. Du hast diese Person schon gefunden. Jetzt wohnen wir 3 zusammen. Ich bin Melissa jeden Tag dankbar, dass sie in mir etwas entdeckt hat, von dem ich noch nicht mal wusste, dass ich es hatte. Es ist leicht, ein Vater zu werden.
Aber du musst diesem Titel jeden Tag für den Rest deines Lebens gerecht werden.